Super! Ich brauche hier den roten Edelstein. Abgerutscht! Nein! Ich hatte hier Checkpoint. Ja, okay, gut. Also ich dachte jetzt gerade, ich müsste schon wieder dieses Schweinchen hier machen, ey. Okay, jetzt nicht zu schnell. Da vorne ist der nächste Checkpoint. Dankeschön. Weiter geht's. Also vorne. Jetzt hat er das Spring nicht angenommen. Also ich gehe hier sehr verschwenderisch mit meinem Leben um. Und jetzt bin ich nicht weit genug gesprungen. Sag mal, kommt irgendwann mal dieses blöde Torner-Level? Oh, meine Güte, ey. Ich krieg jetzt schon, genau, wenn man nämlich zu viele Leben verliert, dann kriegt man eine Mitleidsmaske. Aber die bringt mir in diesem Level leider nichts, da ich ja hier nicht durch Gegner, obwohl es gibt hier Gegner, aber nur vereinzeln. Alter! Boah, jetzt komm schon, ey. Nee, durchrasen darf ich auch nicht, ey. Also jetzt Konzentration. Das wird erst lustig, wenn ich das auf Zeit machen muss, ey. Dann darf ich ja gar nicht stoppen. Danke, Checkpoint. Genau in die Lücke. Kennen wir das nicht schon von irgendwo? Jetzt wird es lustig. Ich muss nämlich die Schildkröten jetzt als Trampolin benutzen. Ja, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, ne? Also gut, ich komme direkt hier vorne wieder raus. Sorry, Coco. Du bekommst wieder ein paar Kisten auf den Deckel. Sorry, Coco. Das ist echt keine Absicht, Coco, dass ich dich in meinen Level benutze, wo du... Ach, okay, es waren 11 Kisten. Es ist echt nicht beabsichtigt, dass du immer die Kisten abbekommst und nicht Crash. Weiterhin, am 30.06. Ich glaube, das ist jetzt schon die 6. Aufnahme, die ich heute mache, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Einmal musste ich ja im Level abbrechen. Genau, hier braucht man nämlich den lila Edelstein. Ich finde es schön, dass man hier aufmerksam gemacht wird, was für Edelsteine man braucht. Das finde ich wirklich interessant. Und ich muss Leben sammeln. Crash, lauf. Jetzt ist er nicht gesprungen. Ich drücke den X-Knopf auch nicht so stark, sondern nur ganz, ganz leicht, damit er halt nicht zu weit springt. Weil ich werde mich so erschrecken, wenn die Kugel mich erwischt, ey. Jetzt bin ich daneben gesprungen, okay. Also, oh, ich hasse solche Verfolger-Level. Ich werd gleich schreien, wenn mich die Kugel erwischt, ey. Sieht echt so aus, als ob die Kugel in jedem Moment erwischt, ey. Jetzt ist er... Alter, jetzt konzentrier dich mal, das kann doch nicht wahr sein. Dass ich so oft hier verrecke, ey. Vor allem, was noch lustig wird, wenn ich hier die Zeit... Vor allem, warte mal, ich kann... Oh Gott, nochmal, ey. Jetzt komm, konzentrier dich, ey. Bevor... Du siehst auch nicht, wo diese verdammten Dinger sind, ey. Oh. Ich will hier eigentlich nicht Game Over gehen, ne? Nur so mal als Hinweis. Ich habe keine Lust, hier Game Over zu gehen, ey. Im ersten Spiel. Am ersten Tag. So, jetzt auch Konzentration hier, ey. Oh, jetzt habe ich viel weiteren Vorsprung. Jetzt bin ich zu kurz gesprungen, okay? Jetzt bin ich zu kurz gesprungen. Oh, Alter, ich muss mich so stark konzentrieren hier gerade, ey. Das ist echt nicht normal, ey. So ist... Was? Genau. Und da ist das Ziel. Wieso hat mich die Kugel jetzt überhaupt erwischt, ey? Oh Mann, ey. Och meine Güte nochmal, ey, was soll der Mist? Jetzt komm schon, ey. Das kann doch nicht angehen. Dass ich wegen so einem Mist die ganze Zeit hier sterbe, ey. Okay. Die Kugel wird mich wieder kriegen. Das sage ich jetzt schon voraus. Jetzt sowieso. Danke.
Alter, dieses Ende, ey, dieses Ende. Boah, alter Schwede, ey. Ja, die Kugel hat mich erwischt. Die Kugel hat mich sowieso erwischt. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, ey. Ich weiß echt nicht, was ich da falsch mache. Ich mache so wenig ich lenke so wenig mit Crash ein, ey. Och, meine Güte, ey, Leute. Woran liegt es? Habe ich jetzt wieder... Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Abstand, ne? Doch woran liegt das? Ja, ich habe mehr Abstand. Aber woran liegt das? Jetzt darf ich nicht sterben. Jetzt darf ich nicht sterben, ey. Ja! Und guck mal, was ich jetzt wieder für einen Vorsprung vor der Kugel hatte, ey. Guckt euch das jetzt mal an, ey. Was hatte ich jetzt wieder für einen Vorsprung vor der Kugel? Sagt mir mal bitte, woran liegt das, ey? Oh mein Gott, Sunset Vista. Oh mein Gott. Und hier gibt es einen Schlüssel. Hier gibt es ein Cortex-Geheimlevel. Das Level ist aber sehr, sehr lang, weswegen ich es nicht machen werde. Ja, ich kann mich noch teilweise an den Weg erinnern. Nein! Oh Gott, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich hängen geblieben. Jetzt bin ich hängen geblieben. Na egal. Einfach nur rasen. Genau, nicht an diesen Dingern hängen bleiben. Sagt er nicht an den Dingern hängen bleiben und bleibt doch hängen. Ja, ich erzähl und ziel. Sehr gut. Boah, 48. Goldrelikt. Bam. Sehr schön. Sehr schön. Und hier klappt das plötzlich, ne? Doch. Aha. Alles klar. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und ziel. 27,5. Das ist Gold. Yes, man. Oh, jawohl. War drüber gesprungen. Okay, das war jetzt Glück, dass ich das jetzt so geschafft habe, wie ich es wollte. Das war zu früh gesprungen, okay. Aber man bekommt hier diese Maske sofort zugesprochen, das ist das Gute. Es ist schlimm, wenn man so auf Zeitdruck ist. Dann will man das Ganze, dann muss man das Ganze noch schneller machen. Aber man kann manchmal einfach nicht schneller, genauso wie hier, weil man hier einfach warten muss. Okay. Ich will sicherheitshalber stehen. So, das... Vorher hat es funktioniert, ne? Wie gesagt, hier das Gute ist, hier kriegt man, hier verliert man keine Leben. Hier kann ich nach Herzenslust sterben, sozusagen. Ist aber so. Ist auch wirklich so. Wow! Okay, das war wieder knapp. Das Wichtige ist, dass ich den Akku behalte, also mich nicht treffen lasse. Immer ganz schnell durchlaufen. Hä? Ich war auf dem Blatt drauf und bin trotzdem gestorben. Okay, alles klar. Gut. So, jetzt Konzentration. Vielleicht manchmal so ein bisschen Zeit lassen. Auch wenn man es nicht machen möchte. So wie hier zum Beispiel. Es bringt mir hier nichts, schneller zu springen, weil es... Sorry Leute, dass ihr mich jetzt hier so oft sterben seht. Liegt nicht an der Coco, definitiv nicht. Liegt nur an mir. Definitiv liegt es an mir. So, jetzt habe ich mal ein bisschen länger gewartet, eine Sekunde abgewartet. Dann klappt das auch. Überspringen. Oh, fuck, das war spät. Ja, egal. Ich glaube, hier kriegt man eh nicht die Uka-Uka-Supermaske. Aku-Aku-Supermaske. So, jetzt einfach durch hier. Einfach durch. Einfach. Wieso? 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 Wieso bist du nicht? Das hätte sogar fast noch gepasst, ey. Ich glaube, hier ist es einfach besser, sich mal treffen zu lassen. Oh Mann, ich hätte es beinahe geschafft, Menno. Ich heiz hier manchmal wirklich durch, ey. Als gäbe es keinen Morgen. Ah, juckt. Nein! Mann! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt komm schon. Oh, Alter, das war so gut. Entschuldigung.
Oh Mann, ey, da hätte ich es beinahe geschafft, ey. Und dann. Ah, dann mache ich so einen blöden Sprung, ey. Manchmal will man es einfach zu schnell machen. Und das ist das große Problem an der ganzen Sache. Ah, wenn man unter Zeitdruck ist, dann macht man die meisten Fehler. Da musst du einfach abbremsen. Super, jetzt bin ich dadurch sofort runtergefallen. Alles klar. Weil ich will das Level einfach mal abschließen, um meine Richtzeit zu haben. Oh Mann, ey, ich will dieses Zeitrelikt wenigstens haben, ey. Wenn ich es schaffe, ey. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das Video wird unnötig in die Länge gezogen und ich kann nichts dafür. Mann. Nein. Oh, Alter, das war knapp, ey. So, jetzt Konzentration hier. Dein Ernst? Leute, das wird wohl nichts. Das wird wohl nichts. Ich gehe raus. Es hat keinen Sinn gerade. Ich habe es versucht, es hat keinen Sinn. Sonst wird das Video noch viel zu lang. Deswegen sage ich, wir brechen hier ab.